Oh, dieses Pferd ist der Wahnsinn. Amaryllis. Er ist so laufgewaltig, ist echt irre. Zu schade, dass der Besitzer ihn so schnell wieder zurück nach Kentucky holt. Meinetwegen hätte er echt noch mehr Rennen in Deutschland laufen können. Er soll verkauft werden. Pff, unbezahlbar. Kein Wunder, solche Rennpferde sind echt selten. Galoppieren ist Gold. Ist da jemand verliebt? Okay, ich geb's zu. Mich hat's voll erwischt. Dann habt ihr euch wieder versöhnt, Hagen und du? Nein, ich habe vom Pferd gesprochen. Ach so. Schon okay. Hallo. Ich hab dich auf Amaryllis gesehen, du sahst toll aus. So glücklich. Muss daran gelegen haben, dass ich dich nicht gesehen habe. Ich muss weg. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Dana, warte mal. Da will wohl jemand nicht mit dir reden. Was sollte sie dir auch sagen? Dass du nach eurem nächsten Streit nicht gleich mit ihrer besten Freundin ins Bett gehst? Thomas, ich habe deine Meinung dazu schon verstanden. Weitere Ausführungen kannst du dir sparen. Ja. Ich würde gerne einen Strauß Pfingstrosen bei Ihnen bestellen. Weiße Pfingstrosen, 50 Stück mindestens. Es ist mir egal, wo Sie die um diese Jahreszeit herbekommen, der Preis spielt keine Rolle. Ja, natürlich mit Karte. Schreiben Sie, liebe Dana, was mache ich eigentlich? Hören Sie, vergessen Sie das einfach, Entschuldigung. Wie erbärmlich ist das denn? Ich kann ja doch nicht mit Blumen kommen, nachdem ich sie betrogen habe. Ja, als ich Olli betrogen habe, habe ich es auch erst mit dem Strauß Rosen probiert. Hat nicht geholfen, nehme ich an. Nein. Aber bei uns war das auch noch was anderes. Ich meine, ich habe ihn nicht mit irgendjemandem betrogen, sondern mit Jessica. Scheiße. Fertige Entschuldigungsgeschenkkörbe zum Bestellen. Hier, sogar ein Hotelangebot für einen Entschuldigungsurlaub. Hang, mit so einem Geschenk macht man manchmal alles noch schlimmer. Gib mir einfach ein bisschen Zeit. Hat bei Olli und dir ja super geklappt. Wie habt ihr es dann eigentlich wieder hingekriegt? Eigentlich musste ich nur einen Herzinfarkt bekommen. Das bin ich übel, aber es ist mir ein bisschen zu dramatisch. Mann, ich will dir doch nur zeigen, dass ich alles tun würde, um sie wieder glücklich zu machen. Amaryllis. Eine Viertelmillion.